So, und damit hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Grand Theft Auto Vice City. So, na komm, steck ein. Jawohl. So, und dann, na, Radio wollen wir ausmachen. Dann schauen wir doch mal, wo wir dann als nächstes hinfahren. Ich würde sagen, zu den Docks. Da drehen wir dann einfach mal eine kurze Runde hier um Block und fahren dann direkt zu dem C. Ich glaube, das ist der neue Auftraggeber, oder? Weil. Huch. Die letzte Aufnahme ist dann jetzt schon ein paar Tage her. Deswegen, ich weiß schon gar nicht mehr, was da passiert ist. Aber das macht ja hoffentlich nichts. Ui. Und dann schauen wir mal, wer hier auf uns wartet. Und raus und ab in die Mission. Mr. Versetti, Colonel, thank you for coming. Please sit. Lobster? No, thanks. I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzalez for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. For this kindness, I'll reward you. And then we will find your money together. He will be at his penthouse, half drunk probably. Use this. Okay, dann gehen wir dem Auftrag doch mal nach und erledigen den Typen mit einer Kettensäge. Kann man mal machen. Ich muss mal gerade mal schauen, kommen wir hier überhaupt durch? Nein, ich befürchte, das wird so nichts. Na gut, dann probieren wir es nochmal hier lang. Genau. Da sollte es dann besser hinhauen. Ja, ich denke mal, jemand mit einer Kettensäge zu. Ja, jetzt den Typen hier überfahren, während die Bullen da gerade vorbeifahren, das wäre natürlich eher nicht so gut. So, schon mal. Entschuldigung, war keine Absicht. Ich weiß es nur nicht besser. Weiter. Ja, wo wohnt denn der ganz? Ist ja quasi einmal am Arsch der Welt. So. Weg da, vorbei. Ah. So soll das aber nicht. So habe ich mir das nicht vorgestellt. So. Sag mal, hat er da gerade versucht zu. Was ist denn hier los schon wieder? Die Fahrt ist ja schon wieder voll die Katastrophe. Ist natürlich das Handling schuld und nicht ich, ist ja vollkommen klar. So, hier haben wir es denn letztendlich. Und aussteigen und rein da. Genau, den krallen wir uns. Ja, hier, komm. Halt weg. Ihr haltet mich nicht auf. So, na, das wollen wir nicht. Können wir sprinten damit? Ah, wirklich sprinten ist es jetzt auch nicht gerade, oder? Hat es überhaupt, macht das überhaupt einen Unterschied? Ja, einen kleinen Unterschied macht das, glaube ich. Können wir auch. Genau, wir können auch einfach sprinten. So. So. Okay, dann brauche ich jetzt mal eben ein Auto. Jetzt wird auf uns geschossen. Aus da. Und da, na, na, na. So. Und jetzt weg hier. Oh, wir fahren in die falsche Richtung.
Das ging tatsächlich schneller, als ich dachte, den Typen zu erledigen. So, und dann hängen wir jetzt erstmal die Bullen ab. Huch. Und dann hoffe ich, dass wir... Boah. Was war das denn? Ah. Obwohl, ist halt die Frage, müssen wir die Bullen überhaupt abhängen? Ganz oft ist ja auch so, okay, du fährst zum Missionsziel und dann sind die Bullen wie von Geisterhand weg. Das gibt ja auch manchmal... Oh. So, einfach... Ah, sieh mal einer an. Sieh mal einer an. Guck mal, hier haben wir so ein Paint Spray. Genau, fahren wir rein. So. Dann haben wir das Auto umlackiert. Und schon... Jawohl. Siehst du, und schon erkennen uns die Cops nicht mehr. So. Wir sehen jetzt ein völlig anderes Auto. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir direkt wieder zum See hin. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Und dann holen wir jetzt direkt mal den nächsten Auftrag. Weil das war ja nun wirklich super einfach. Schauen wir mal, fahre ich hier überhaupt richtig? Nee, ich fahre da nicht richtig. Aber, da das A ja sowieso dann hier auf dem Weg ist, fahren wir einfach mal erstmal dahin und schauen wir mal, was es da für uns gibt. So, genau, alle aus dem Weg. Ja. So soll das nun nicht sein. Polizeiauto? Genau. So. Naja. Now look here, son. I got a problem, and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned, and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Begib dich zu dem Topfpfannenwagen nahe dem Abriss, zum Abriss vorgesehenen Gebäude, okay. Ja, dann reißen wir halt einfach mal ein Gebäude weg. Das kann man mal machen. So. Topfern. Mhm. Na komm, steig ein. Jawohl, Radio aus, sehr gut. Wir nutzen den ferngesteuerten Helikopter, um Bomben zu 4 Zielen an dem zum Abriss. Ja, okay. Die Reihenfolge ist beliebig, alles klar. Er kann nur eine Bombe tragen. Bombe abwerfen, drücke Kreis. Okay, na, da bin ich ja gespannt. Mhm. Sieben Minuten 30 Sekunden haben wir noch. Mhm. Ah ja. Okay, dann schauen wir doch mal. So. Okay, quasi wenn wir R2 dann loslassen, dann sinkt er wieder ein bisschen ab. What the f- Naja, what the fuck, ich weiß schon. Hopp. Na. Ich hab sie hier doch abgeworfen, Mensch. Okay. Was? Ich hab das Ziel verfehlt? So, ich hab sie hier doch abgeworfen. Ah ja, okay. Wo war da jetzt der Unterschied zu eben? Das verstehe ich nicht ganz. Na gut. Na gut, dann haben wir die erste Bombe schon mal. Das hätte jetzt knapp eine Minute gedauert. Das ist ja... So. Ist
Ding fliegt halt auch einfach nicht schnell, ne? Das ist, so. Und anders kommen wir hier vermutlich nicht rein, oder? Wir müssen... Genau. Oh. Na komm, flieg. Die Bauarbeiter, die da auch noch dabei sind, die nerven mich auch so ein bisschen. So. Oh. Ja, ja. So, genau, dann haben wir hier gleich den nächsten. Jawohl, platziert. Dann dürfen wir wieder zurückfliegen. No. Kann ich da auch irgendwie durch? Ja. Schön. Ich hoffe mal, schade, sie haben es überlebt. Oh, ich hasse solche Missionen, ja. Bei GTA San Andreas gibt es solche Missionen ja auch. Schrecklich, einfach schrecklich. So. Dann nächste Bombe aufnehmen. Na komm. Nimm sie auf. Gut. Oh, und anders kommen wir da tatsächlich nicht rein, denn nur über diese blöde Treppe. Ja, ja, ihr könnt ja mir hier ruhig hinterherlaufen, das ist kein Problem. Solange ihr weg von mir bleibt, dürft ihr überall hin. Kann ich eigentlich noch weiter rauf? Ja, ne? Nee. Offenbar nicht. Offenbar nicht, schade. Wir müssen dann wohl wirklich den offiziellen Weg hier nach oben nehmen. So, dann hier rechts irgendwo soll es sein. Sag mal. Warum schießen du auf mich? Okay, Bombe platziert. Bombe, sage ich schon. Das Gute ist halt, der Hubschrauber, der hat keine HP-Anzeige. Bedeutet... Das bedeutet an sich... Kann er nicht kaputt gehen, oder? Vor allem, dass halt auch einfach niemand was gegen die Bomben unternimmt. Die laufen jetzt einfach nur alle mir hinterher. Aber irgendwie die Dinger, die ich da hinwerfe, ne, kümmern wir uns nicht drum. Passt schon. So. Ja, jetzt einfach weiter. So. Jawohl. Und jetzt auf zum letzten Ziel. Das ist aber auch blöd, dass die Baustelle von außen so voll ist, aber das ist ja irgendwie auch klar. Ansonsten wäre die Mission natürlich zu einfach, wenn man nicht jedes Mal hier wieder durch müsste. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut, so, ich glaube, wir müssen sowieso hier hin, ne? Oh, genau. Schauen wir mal, dass wir so ein bisschen außerhalb der Reichweite der Bauarbeiter bleiben. Und von den Bullen natürlich sowieso. Oh. So. Schauen wir mal. Hui. Ah, guck mal, da ist es ja. Ja, das hat aber gescheppert. Aber hey, $1000 haben wir gekriegt. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Feuerwehr. So, und dann begeben wir uns jetzt aber auf zum C. Würde ich mal sagen. Schauen wir mal, wo müssen wir denn da... Na, puff die Karte schon auf. Hin, genau, zu den Docks müssen wir wieder. Okay, setzen wir uns nochmal einen Wegpunkt. Dass wir da auch wirklich ankommen. Ah. Na, Leute aus dem Weg.
Dann schauen wir mal, was er noch für uns hat. So. Oh, katastrophale Fahrweise, ich weiß schon. So, halt. Rum. Das ist jedes Mal ein kleiner Kraftakt. So. Und rein da, nicht den Kopf überfahren. Ne, das ist kein Kopf. Doch, das ist ein Kopf. Okay, also nicht überfahren. Das wäre doof. So. Und da sind wir. Tommy, come and join me. This looks delicious, eh? Tap your snout. No, thanks. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A favor for a friend, Cortez? You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. Triff dich mit dem Kurier im Einkaufszentrum. Jawohl, das, obwohl, nee, komm, die Kiste nehmen wir nicht. Wir nehmen jetzt mal den hier. Das ist vermutlich auch ein bisschen flotter. Jawohl. So. Komm, weg mit euch. Weg. Das Ammunition-Symbol. Ja, genau, Waffen und so. Die besorgen wir uns. Aber brauchen wir jetzt schon eine? Vermutlich, oder? Wenn er uns das schon sagt. Ja, genau, er leitet uns sowieso dahin. So, dann schauen wir nochmal, was wir hier Schönes für uns haben. Hallo? Mhm. Kaufen wir die Pistole. Was haben wir da? Eine Mac. Trüffelte nicht vorrätig. Ach komm, investieren wir das auch nochmal eben. Jawohl. Und dann geht's auf. Okay, so oder so. Alles klar. Mhm. Gut zu wissen. Dann weg. So, da müssen wir irgendwo. Höheren Lager als ich. Das heißt, gibt es hier irgendwie. Kann man da irgendwie hoch? Nee, das heißt, wir müssen zu Fuß hin, okay. Machen wir doch. Na, Waffe stecken wir erstmal weg, oder? So, wo kommen wir hoch? Da kommen wir, glaube ich, hoch. Genau, das sieht gut aus. Was? Ich darf da nicht lang. Aus dem Weg. Dann gehen wir eben hier hoch. So. Damn, honey, you look a hot dish. Serene, she's très wet this time of the year. What? Ah, comment? Look, Cortez sent me. Just give me the damn chips. Oh, d'accord. Freeze imperialist American pig that is propriété of a government français. Hand it over! You American idiot! They followed you here! Shoot him! Boah! Wie gehe ich hier nochmal in Deckung? Nein! Oh. So. Los, weg hier. Na, steig auch ein. Ich glaube zumindest, dass wir abhauen sollen, oder? Hauptsache, wir kommen da irgendwie raus. So.
schnapp mir die Chips. Und ich bring die Chips zum Colonel. Jetzt heißt es bloß weg hier. Lass mal die Cops abhängen. Boah, verschwindet. Einfach weg. Siehst du, einfach rüberfahren über die Leute und dann ist es eigentlich immer das Einfachste, wenn man irgendwie ausschalten soll. Gerade wenn er auf dem Motorrad ist, einfach von hinten rauf und über ihn rüber. Das ist eigentlich mal eine ganz gute Möglichkeit. So. Ja, ja. So. Cops müssen wir nicht loswerden, oder? Nee. Jawohl, und damit ist auch diese Mission wieder geschafft. Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen hier erstmal wieder Schluss für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao.